Hallo liebe Camperinnen und Camper, in diesem Tutorial geht es um Solarpanels. Ich habe da welche gekauft, die flexibel sind. Ich habe mehrfach gekauft und ich möchte euch jetzt gerne diesen Unterschied zeigen, was die Qualität angeht. Hier sieht man dann zwei meiner Solarpanels. Wie man sehen kann, sind die ETFE beschichtet. Mit anderen Worten, da ist eine Beschichtung drauf aus Plastik, die durchsichtig ist und theoretischerweise könnte man darüber laufen oder mit dem Fahrrad drüber fahren. Das ist natürlich besonders interessant, wenn man Kinder hat, die passen nicht immer auf und ist schnell jemand über diese Panels gelaufen. Normale Panels kann man dann in den Müll schmeißen, diese hier sind aber dann noch voll funktionstüchtig. Linke Hand steht dann das Panel, das ich als erstes gekauft hatte. Wie man sieht, das ist relativ dickwandig und das bleibt schön am Wohnmobil stehen, wenn man es den hohen Weg aufrichtet. Das zweite Panel, das ist nicht so dickwandig. Das biegt sich durch und genau das wollen wir heute ändern. Wir werden da ein kleines Korsett basteln aus Alu, damit das nicht mehr so durchscheint. Ich habe diese Solarzellen mit Panzertape umrundet, aus dem ganz einfachen Grunde. Ich habe da festgestellt, dass es sehr, sehr harter Plastik ist und da kann man schon die Karosserie des Wohnmobils schrammen mit diesem Plastik und das muss alles nicht sein. Darum habe ich der Panzertape rundherum gemacht. Ich muss jetzt allerdings sagen, wo ich hier jetzt angefasst habe, das kommt immer unten auf den Boden. Moment, ich drehe das Ding mal. So müssen sie normalerweise stehen. Die Anschlüsse unten am Boden, dann können wir natürlich dann an den anderen Stecker die Verlängerungen anschließen und so ist das dann optimal. Ich habe jetzt auch das zweite Panel mit dem Anschluss nach unten gedreht und man sieht regelrecht, wie es sich durchbiegt gegenüber dem ersten. Und das wollen wir jetzt ändern. Dann wollen wir jetzt mal anfangen mit Zeichnen. Von oben sind das 12 cm, wo ich jetzt anzeichne, links und rechts vom Panel. Natürlich mache ich das hinten auf dem Panel fest, nicht vorne, das ist ja schon klar. Und von der Seite her mache ich es auf 9 cm. So, und hier auch nochmal auf 9 cm. Und dann müssen wir uns hier treffen. So. Nochmal hier 9 cm gemessen, dass wir das Gerüst respektive das Gestell schief aufkleben, das bringt nichts. Hier habe ich dann zwei Alu-Stangen. Die werden wir jetzt hier aufkleben. Und das gibt dem Ganzen dann die Stabilität. Um dieses Alu-Flacheisen dann aufzukleben, benutze ich dieses doppelseitige Klebeband und dann müssen das hundertprozentig halten. Aber probieren, jeder muss studieren, sage ich immer. Und los geht es. Wie man sehen kann, das Klebeband ist fast so breit wie das Flacheisen hier, respektive das Flach-Alu-Eisen. Das passt dann zu 100 Pro.
Um es jetzt abzuschneiden, nehme ich einfach diesen Seitenschneider, das geht auch. Nochmal das Ganze für die andere Seite. So, das hätten wir dann mal. Bevor wir jetzt das Ganze hier aufkleben, wollen wir das Ganze noch mal hier putzen. So, etwas trocknen lassen. Ich werde jetzt die Schutzschicht entfernen. Damit man jetzt die scharfen Kanten etwas überdeckt, wie diese hier oder diese, setze ich einfach Panzertape drauf oder besser gesagt klebe ich einfach Panzertape drauf. So, wie man sieht, die erste Schiene ist fertig. Auf der anderen Seite werden wir jetzt genau dasselbe anstellen. Und dann müsste es stabil sein. Das wäre jetzt mal gewesen für den Anfang. Ich werde jetzt das Panel aufrichten, um euch zu zeigen, wo der Unterschied ist. Hier sieht man dann nochmal den Unterschied. Das Panel, wo die Wandstärke dicker ist, das steht jetzt hier. Hier haben wir das mit Stütze. Links und rechts, wie man sehen kann. Das steht dann relativ gerade und das ohne Stütze, das hängt mal so durch. Kann man gucken, ja. Übrigens so ein Alu-Flachblech wie diese Dinger hier. Die kosten so rund pro Stück, ich glaube 5 Euro im Baumarkt. Kann man auch über eBay bestellen. Hinten auf dem Panel dann ein Schild mit den technischen Daten, 100 Watt Panel, 19,25 Volt und dann 5,19 Ampere. Das sind aber alles theoretische Werte. Dann wollen wir zu der Gelegenheit auch noch die Größe messen. Wie man sieht, das Panel ist 115 cm hoch, in der Breite geschätzte 50 cm, sowas, ja. 53. Ich habe jetzt mal drei Stück hier nebeneinander aufgerichtet, dann sieht man besser, welch eine Fläche das ist. Und wenn Sie dann den hohen Weg stehen, dann nehmen Sie nicht allzu viel Platz ein. Man kann unten sehr fein die Stecker dann anschließen. Bis jetzt drei Stück hier aufzurichten oder respektive nach die sechs aufzurichten, das nimmt ihr dann 3 Minuten an Zeit ein. Auch nachts werde ich die natürlich wieder reinnehmen, sonst bin ich ja sicher, irgendjemand wird mal die Dinger dann klauen. Dafür sind die Dinger aber zu teuer. So ein Panel kostet rund 100 Euro bei 6 Stück, wärst du dann 600 in der Miese
und du hast dann keine Panels mehr für den Rest vom Urlaub. Was ich noch sagen wollte, unten drunter werden diese Panels sehr heiß, ich schätze mal zwischen 45 und 50 Grad. Wenn man die 2, 3 Tage auf demselben Platz liegen hat, dann merkt man richtig, wie das Gras ausgedörrt ist. Das ist dann trocken wie Heu. Es gibt auch Leute, die kleben sich dann diese flexiblen Panels aufs Dach oben. Und genau wegen dieser Hitze würde ich das nicht machen. Die meinen zwar, wenn sie dann solche Schrauben nehmen als Distanzbolzen und mit Sikaflex dann das Ganze aufkleben, das würde dann die Hitze abhalten. Aber ich würde mal sagen, das kannst du vergessen, für Hitze da abzuhalten, dass die Luft zirkulieren kann zwischen den Panels und und der Wagendecke. Da brauchst du Minimum 7-8 cm und dann hast du besser, du nimmst da die starren Platten mit Halterungen, schraubst die dran und damit hat sich die ganze Geschichte. Ich muss jetzt allerdings auch sagen, ich bin jetzt kein Freund von Löcherbohren auf dem Dach oben. Das hält eine gewisse Zeit und dann hast du immer wieder Probleme. Und mit meinem System hier, wo ich dann die Panels um den Wagen stellen kann, bekomme ich nie Probleme mit solchen Geschichten, wo dann die Löcher in der Decke nicht mehr dicht sind. Das wären danach sehr schöne Wasserflecken und das muss ich einfach nicht haben. So, das wäre es mal wieder gewesen von meiner Seite. Hinter mir sehe ich jetzt gerade, steht schon das nächste Projekt. Mein E-Roller, den ich mir geleistet habe. Da will ich auch noch so ein kleines Tutorial drüber zaubern. Aber das in den nächsten Tagen, wenn das Wetter etwas besser ist. Im Moment nieselt das draußen und da stelle ich mich nicht auf das Ding. Ich bin ja nicht bekloppt. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ihr viele Fragen sind, schreibt das einfach in die Kommentare oder macht mir einfach eine PN. Das geht natürlich auch. Ich antworte natürlich immer, außer es fängt jetzt an, außerirdisch zu werden. Ja, okay. Nee, ich bin aber ein feiner Mensch. Ich antworte dann trotzdem noch. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Tschüss, bye bye. Macht's gut und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.